In diesem Video geht es um das Thema Bildauflösung. Diesen Aspekt sollte man sicher beherrschen, wenn man mit Magix Video Deluxe arbeitet, um sicherzustellen, dass man am Ende auch ein qualitativ hochwertiges Ergebnis rausbekommt. Jedes Bild besteht aus einer bestimmten Anzahl von Bildpunkten, den Pixeln, und welche Bedeutung die Bildauflösung bei der Arbeit mit Magix hat, kann man schon im ersten Fenster erkennen. Ich öffne das Fenster hier mal, dann sehen wir hier bereits bei den Filmeinstellungen, dass wir hier auf verschiedene Bildgrößen, verschiedene Bildauflösungen ausweichen können. Können wir hier auswählen. Hier stehen die unterschiedlichsten Zahlenwerte zur Verfügung. Je nachdem, was man hier einstellt, was man hier auswählt, beziehungsweise wie man dann später im Programm weiter verfährt, bestimmt natürlich ganz maßgeblich, was am Ende, wie man so schön sagt, hinten rauskommt. Beginnen wir einmal überhaupt erstmal mit den aktuell wichtigsten Bildauflösungen. Ich habe jetzt meine Grafik erstellt. Beginnen wir hier unten mal mit dieser kleinen Bildauflösung 720x576. Diese Bildauflösung war wichtig bis Anfang der 2000er Jahre, als die Videowelt begann, hochauflösend zu werden. Heute arbeitet man mit dieser Auflösung eigentlich überhaupt nicht mehr. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, wenn man so will, und das ist die Erstellung einer DVD-Video. Denn eine DVD-Video kann höchstens diese Auflösung zeigen, unterstützt höchstens diese Auflösung, und deswegen sind alle DVDs schlussendlich auf diese Auflösung begrenzt und nur dort wird diese Auflösung noch verwendet. Für die meisten Anwender von Magix Video Deluxe dürfte die Erstellung einer DVD jetzt nicht zwingend im Vordergrund stehen, sondern vielmehr, wenn überhaupt, tatsächlich eine Ausnahme bilden. Ich weiß aber, dass hier und da Leute dennoch gerne noch DVDs erstellen und diese Funktion nach wie vor nutzen, aber grundsätzlich ist die DVD-Video natürlich auf einem absteigenden Ast. Ich habe hierzu auch nochmal eine Statistik. Hier haben wir das gute Stück, da sehen wir die Umsätze im DVD-Kaufmarkt in Deutschland. Hier haben wir den Peak ungefähr im Jahr 2003 und seitdem geht es mehr oder weniger konstant runter. Hier sind wir mittlerweile schon auf einem extrem niedrigen Niveau, also der DVD-Markt ist mehr oder weniger ohne große Bedeutung und daran kann man einfach auch sehr schön sehen, welche Bedeutung heute noch diese Auflösung hat. Nämlich so gut wie keine mehr. Dann kommt als nächstes die Full HD Auflösung. Diese Auflösung wurde wichtig, als eben die Videowelt hochauflösend wurde, ebenfalls Anfang der 2000er Jahre. Diese Auflösung hat sich als Standard entwickelt. Hierbei ist wichtig, dass diese Grafik, die wir uns hier angucken, proportional ist. Das heißt, tatsächlich sind die Größenverhältnisse genauso, wie wir sie hier sehen. Das heißt, diese SD-Auflösung bildet wirklich nur diesen kleinen Teil dieser Full-HD-Auflösung ab. So sind also die realen Größenverhältnisse. War seinerzeit also schon ein Riesensprung von SD hin zu Full-HD. Aber auch da dreht sich die Welt weiter und ungefähr im Jahr 2013 kam ein neuer Standard auf den Markt, der 4K-Standard. Der 4K-Standard, das ist dieser große Bereich hier, ist viermal so groß, viermal so hoch aufgelöst wie Full-HD und besteht eben aus 3840 mal 2160 Bildpunkten. Sehen wir bei den Zahlenwerten hier jeweils den doppelten Wert. Also 1920, hier haben wir den doppelten Wert. Auch hier bei 1080 haben wir oben mit 2160 den doppelten Wert. In Summe ergibt sich so eine vierfach höhere Auflösung. Auch hier können wir das schön sehen. Das heißt, unser Full-HD-Rechteck, das passt hier sehr schön viermal in diese große blaue Fläche. Und das macht natürlich deutlich, dass ein Video, ein Bild in 4K-Auflösung, den Computer, die Software wesentlich mehr anstrengt als ja, ein Video hier in dieser uralten, althergebrachten SD-Auflösung oder auch in der Full-HD-Auflösung. 4K fordert an dieser Stelle also die Leistungsfähigkeit des Rechners schon ganz ordentlich. Aber auch da ist die Welt noch nicht stehen geblieben, sondern hat sich auch hier weitergedreht. Auch hier gibt es eine
weitere Entwicklung und das ist 8K. 8K habe ich jetzt hier aus Übersichtlichkeitsgründen nicht mit in die Grafik aufgenommen. 8K wäre viermal so groß wie 4K, aber 8K spielt heutzutage auch noch nicht so wirklich die Rolle. Magic Studio Deluxe kann zwar mit 8K arbeiten grundsätzlich. Es gibt auch Systeme, die 8K-Videos drehen können, zum Beispiel bestimmte Samsung-Smartphones. Aber es gibt kaum Geräte, mit denen man sich diese große Auflösung nativ, also Bildpunkt für Bildpunkt, angucken kann. Und nicht zuletzt aus dem Grund ist 8K jetzt noch nicht so bedeutsam. Diese 4K-Auflösung hat hier zusätzlich diese Bezeichnung UHD1. Das steht für Ultra High Definition 1. Und dieser Zusatz 1 ist insofern nötig, weil auch der Nachfolger, also diese 8K-Auflösung, UHD heißt. Also auch mit diesem Kürzel UHD ausgestattet ist. Aber du errätst es sicherlich schon, dann kommt da eine 2 hin. Also die 8K-Auflösung heißt dann UHD 2. Und diese ganzen Werte, die sehen wir halt auch tatsächlich in Magix. Wenn wir hier uns das hier nochmal anschauen im Startfenster, dann haben wir hier einmal diese Full-HD-Werte, 1920x1080. Hier haben wir noch so ein paar andere Auflösungen, HDV1 und HDV2. Ja, das sind auch Auflösungen, die mal Anfang der 2000er Jahre wichtig waren, aber heutzutage keinerlei Bedeutung mehr haben, beziehungsweise keinen wirklichen Standard abbilden. Und wenn wir hier mal umschalten auf UHD, UHD 2, dann bekommen wir halt hier die entsprechenden Auflösungen angezeigt. Bei 4K sieht die Sache hier nochmal ein bisschen besonders aus. Hier oben haben wir dann den Eintrag Ultra HD TV. Und das ist diese Auflösung, die wir gerade besprochen haben. 3840x2160. Das ist UHD 1. Dann haben wir hier noch einen weiteren 4K-Eintrag. Und das ist ein amerikanischer Standard, wenn man so will, oder ein Standard, der seine Wurzeln in den USA hat. Das ist 4K DCI. DCI steht für Digital Cinema Initiative. Ein Standard, der nicht so bedeutsam ist und nicht zu verwechseln ist mit dem 4K-Standard, der uns umgibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel ins Fachgeschäft geht und sich einen Fernseher kauft, wenn der 4K unterstützt, dann unterstützt der, oder dort mit 4K ausgezeichnet ist, dann unterstützt er halt diesen oberen Standard, UHD 1. Dann gibt es hier noch andere Auflösungen, die man hier auswählen kann, 5K und 6K. Das sind Auflösungen, die in bestimmten Zusammenhängen Sinn machen, die sich aber nicht an typischen Industriestandards, sag ich mal, wie Full HD oder 4K orientieren, sondern in bestimmten Situationen Sinn machen oder bestimmte Möglichkeiten schaffen. Und hier unten haben wir dann Ultra HD TV 2. Das ist UHD 2 eigentlich, der eben besprochene 8K-Standard. Ich gehe nochmal nach HDTV und öffne nochmal dieses Listenfeld. Hier sind noch einige Sachen, die wir jetzt nicht besprochen haben, zum Beispiel wofür das P und das I steht oder warum hier zum Beispiel nur 720 und hier nur 1080 steht. Das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Vielleicht fragst du dich, warum gibt es eigentlich diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten hier in Magix Video Deluxe in Sachen Bildauflösung? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn man das Programm im Idealfall so einstellt, dass die Programmeinstellungen, die Filmeinstellungen, wie sie hier in Magix auch genannt werden, exakt den Eigenschaften deines Rohmaterials entsprechen. Wenn sich hier Abweichungen ergeben, wirst du nie ein qualitativ hochwertiges Endergebnis erzielen können. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Einstellungen zu beherrschen. Wie du das sicher und zum Teil auch automatisch einstellen lassen kannst, erkläre ich dir in meinem Videotraining zu Magix Video Deluxe. Den Link zum Videotraining findest du unten in der Videobeschreibung oder im Kanalbanner. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn das so ist, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, falls noch nicht geschehen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Hallo und herzlich willkommen zum großen Videotraining XXL zu Magix Video Deluxe. Mein Name ist Martin Quedenbaum. Ich habe seit 2007 fast jedes Jahr ein Buch zu Magix Video Deluxe veröffentlicht und viele meiner Leser haben mich gebeten, noch mal ein Videotraining zu veröffentlichen. Dem bin ich jetzt gern nachgekommen. Dieses mehr als 10 Stunden umfassende Videotraining wird Sie im Umgang mit Magix Video Deluxe in nahezu jeder Hinsicht unterstützen. Sollten Sie Fragen zum Videotraining oder zu Magix Video Deluxe haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Viel Freude mit dem Videotraining!